gescheitert. Das sind jetzt also lauter solche Bildchen zum Pfeilschießen. Jetzt kommen wir zum nächsten. Können wir auch weitermachen. Das ist eigentlich nur eine Modifikation. So, jetzt machen wir nur ganz kurz. Zum Ausklang, dann sind wir fertig. Also Uecker hat auch für das Theater gearbeitet. Er sagt zwar, naja, also Gottes Theater mit seiner Frau Talsig, das ist ein Anachronismus, das interessiert mich eigentlich. Oper interessiert mich. Nun ist er halt berufen gewesen, 76 mit Friedrich zusammen, Götz Friedrich zusammen, den Parsifal auszustalten. Und hat er 79 in Bayreuth, da haben wir jetzt das Beispiel, den Lohengrin. Und er sagt natürlich, also Richard Wagner, auch was die tiefen psychologischen Momente anbetrifft, sind für mich zentral. Wagner war für mich so etwas wie ein gordischer Knoten, die es für mich aufzulösen gibt. Ja, also er beugt sich, wenn Sie so wollen, vor der Herausforderung als Größe. Deswegen stellt er sich auch die Sache. So, jetzt haben wir einfach einen Entwurf zu diesem Lohengrin. Und zwar zeige ich Ihnen einfach den Entwurf und Szenen und Vergleichsbeispiele zu diesem dritten Akt. Machen Sie ruhig mal weiter, Herr Christoph. Da machen Sie bitte das nächste. Das ist jetzt ein Szenenbild. Machen Sie mal bitte weiter. Ja, gut. Bleiben wir bei dem. Das heißt einfach Nageltüsch, es gibt eine Fassung für Linz. Das heißt Austreibung oder Austreibungstisch. Also ich kann Ihnen das nur sagen, also 79 startet Uecker in Bayreuth diesen Lohengrin aus. Und eigentlich, was jetzt eben diesen dritten Akt anbetrifft, leistet diese Ausstattung von dem Uecker eine so kongeniale Ausdeutung, dass eigentlich im Grunde genommen die gesamte Aussage von diesem Lohengrin transparent wird. Und zwar ist das ja so, ich umreiße Ihnen das ganz kurz, also die Elsa von Brabant, die wird bezichtigt, dass sie ihren Bruder beseitigt habe. Betrieben wird diese Beschuldigung durch ein hexenhaft rührendes Weib Ortrud und ihrem Gemahl Telramund. Und der Telramund ist also der verschmähte Freier oder Werber von der Elbe. Also ein Rache. Naja, und man weiß sich ja eben, wie das so ist, nicht zu helfen, und es wird also ein Gottesgericht angerufen. Naja, und die Elsa, die hat also nun im Traum, also, ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, bei mir reflektieren Träume immer mein Status quo, also in der dramatischen Literatur, das finden wir bei Shakespeare und, hat der Traum ja sozusagen immer eine antizipieren, die Handlung vorantreiben. Ja, und die Elsa, die hat also nur einen Traum, sie hat eben einen lichten, reinen Ritter gesehen, der also berufen ist, ihr in diesem Gotteskampf beizustehen. So, und jetzt sinkt sie also betend an dem Ufer der Schelde nieder und jetzt erscheint also dieser Lohn. So, und jetzt hat der Künstler Ernst Fuchs da eine schöne Interpretation gegeben. Er hat nämlich gesagt, ja, man darf das nicht so vermenschlichen. Also Hans Meyer ist da etwas kritischer im Umgang mit diesem Lohengrin. Den wollen wir dann jetzt mal lieber nicht zitieren, wir nehmen also Ernst Fuchs. Und er sagt, wir müssen das ganz einfach so sehen. Der Lohengrin, das ist einfach das nicht hinterfragbare Wunder. Oder das ist, wenn Sie so wollen, das Geheimnis in jeder Person, das in letzter Instanz nicht hinterfragt oder geschlossen werden kann. Und die Elsa,
Ja, das ist jetzt nicht das neugierige Weibchen, sondern die Elsa ist die Metapher des Menschseins, der fragt. So, und jetzt wissen Sie ja, das ist ja auch eine ganz merkwürdige Sache, also Lohengrin dreimal ja, in treuender Geste an Elsa, nie sollst du mich befragen, noch wissen Sorge haben, woher ich kam, noch wie mein Name und Acht. Und nachdem sie das also dreimal gestanden hat, dass er das nicht macht, da kommt dann erst von der Verloren. Elsa, ich liebe dich. So, jetzt heiraten. Treulich geführt, ne? Oder wir binden dir den Jungfernkranz. Wenn sie mal heiraten oder geheiratet haben, ist das ja mehr oder weniger obligatorisch. Jetzt kommen sie also in das Brautgemach. Kommen in das Brautgemach. Die Hochzeitsnacht steht. Jetzt ist aber die Elsa infiltriert worden, Terramund, Orthof. So, und jetzt macht die Elsa. Was weiß ich, in einer stillen Liebesstunde, sei doch bitte nicht so. Gib mir doch bitte deinen Namen, dass ich dich wenigstens werde. Wehen wir uns all unser Glück dahin. Sie vor den König zu geleiten, schickt Elsa, meine süße Frau, dort will ich Antworten bereiten, dass sie des Gatten Acht erschaut. Schluss! Aus! Ehe findet nicht statt, das Geheimnis darf nicht hinterfragt werden. So, das macht der Imker. Der hat, wenn Sie das in den Bildern eben gesehen haben, im Grunde genommen stilisierte Nägel. Das sind solche weißen Stäbe, die Kragen von oben, vielleicht können Sie das nochmal zurück machen oder vor, machen Sie es ruhig zurück oder vor, ist egal. Ja. Die Kragen von oben in dieses Brautgemach, wenn Sie so wollen, hinein. Und wenn ich das auf der Fernsehaufzeichnung richtig erinnere, das kann man hier auf der Reproduktion schlecht sehen, ist dieses Bett kein Bett, sondern das ist ein Findling, das ist ein Felsen. Das heißt, in diesem einen einzigen Griff macht Ykos schon deutlich, dass sozusagen die Bindung im Irdischen zwischen Lohengrin und Elsa nicht möglich ist. Das, wenn Sie so wollen, der ganze Lohengrin steckt in dieser Szene. Sie machen bitte nochmal weiter. So. Ja, das ist ja schon, derzeit hatte ich ja schon gesagt, Tisch der Austreibung. Das erscheint dann auch im Parsifal. Da gibt es so einen Link, Ykos, so auf ein tiefen psychologisches Moment als Fragen, und er formuliert so mehr oder weniger wortwörtlich. Ja, es gäbe doch bei den kleinen Kindern die Situation, dass sie ja eigentlich ganz gerne wieder in ihren Mutterschoß zurück möchten. Und was machen die Kinder? Die krabbeln immer unter den Tisch. Die wollen sozusagen nicht in, das, in die Wirklichkeit, in das Erwachsenwerden hinein. Und dann macht er eben diesen Tisch der Austreibung. Träumende Nägel von oben, da wird nicht mehr runtergekrochen. Es gibt hier keine Geborgenheit. Und das ist natürlich sozusagen auch in diesem Lohengrin, wird das ja transparent. Ja? Also sozusagen Friede, Freude, Eierkuchen, das Irdische, die irdische Harmonie als Erfüllung, als ein sozusagen sich hegendes Einkriechen findet nicht statt. Im Grunde genommen sind diese Stäbe, die von oben in diese Bühnenszene hineintragen, die sind ein modifizierter Tisch der Austreibung. Bitte weiter. Jetzt machen wir einfach weiter. Wir lassen den Parsifal jetzt weg. Das ist so eine leicht modifizierte Sache. Weiter bitte. Das ist eine Skizze zu der Parsifal-Inszenierung. Weiter bitte. Und das, was er jetzt im Lohengrin gemacht hat, kehrt natürlich jetzt in der Karfreitagsszene, dritter Akt, Parsifal und im ersten Akt, in modifizierter Form wieder. Da wäre es nur wichtig gewesen, wie macht Ykos das mit dieser Wandlung zum Raum, wird hier jetzt die Zeit. Aber bitte weiter.